Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem zweiten Video hier von der Île de Oléron. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs und ich sehe gerade, ich bin total im Schatten. Ich glaube, ich werde mal diese komische Kappe, wie man das ja so blöderweise auch macht, falsch rum aufsetzen. Sieht wahrscheinlich bescheuert aus, aber so ist es. Ja. Ich kenne schon seit langen Jahren hier so eine, ich sag jetzt mal, Wiese. Und ich sehe auch schon hier einiges flattern. Und ja, ich habe heute vor, mal ein paar Makrofotos aufzunehmen. Der Punkt oder das Problem hier auf dieser Insel ist, und würde sagen, ihr könnt es euch denken, das ist Wind. Hier ist alles in Bewegung und ich werde keine Aufnahme machen können mit Fokus-Stacking. Bin übrigens natürlich wieder mit dem Rad unterwegs. Das ist hier an der Stelle auch nicht anders möglich. Ja, und ja, da sehe ich schon zwei Käfer auf einer, was ist das? Wahrscheinlich ein Lauch oder sowas. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich hab's mal gewusst. Ja, und hier ist eine ganze Wiese da hinter mir. Da ist jetzt nicht viel drauf los, aber der Punkt bei Makrofotos ist ja immer, ich muss mal das Fahrrad abstellen. Man muss ja immer so ein bisschen gucken, wie soll ich sagen, was man so im Detail findet. Also ich sehe hier sowas wie ein Schachbrettfalter, allerdings Schmetterling, deutlich kleiner. Den werde ich mit dem normalen Makroobjektiv nicht bekommen. Da werde ich sehr wahrscheinlich schon was anderes bemühen. Was haben wir hier? Oh Gott, wie nennen sich diese schönen Falter? Die so fliegen wie ein Kolibri. In Deutschland, ich glaube Schwalbenschwanz, kann das sein? Nee, ich bin mir nicht sicher. Boah, ich sehe auch prompt eine Libelle. Also Leute, ich bin noch nicht mal 2 Sekunden hier angekommen. Eine sehr unscheinbare Libelle übrigens. Aber ja, ich hoffe, ich kann ein paar Fotos machen. Und damit fange ich jetzt erstmal an. Vielleicht filme ich euch ein bisschen was hier mit der Kamera an meinem meiner Basecap. Ja, und dann natürlich ganz viele Bilder von dieser Makrotour. Katze. Die ist gerade total erschreckt, dass ich sie gesehen habe. Ist gerade abgehauen. Ja, ich habe ein paar Käfer fotografiert und
habe so ein bisschen geguckt. Ich habe noch eine rote Libelle gesehen, die war aber dann so schnell wieder außer Sicht, dass ich sie verloren habe. Aufgenommen habe ich jetzt, ich sehe da einen Falter. Das werde ich jetzt mal probieren, ob ich mich da noch ranpirschen kann. Einen blauen Falter habe ich fotografiert. Jetzt kommt was Braunes dran. Mal sehen, was das ist. Ja, ich breche mal kurz ab. Ich lasse die Kappe mal auf, weil das ein ständiges Hin und Her wäre. Ich hoffe auch, der Wind ist nicht zu stark, aber damit müsst ihr euch leider anfreunden. Denn ich muss gestehen, da oben diese Insta360, die Osmo Action 1 übrigens, und dann noch mit der Kamera unterwegs sein, das ist viel Arbeit. Und ganz ehrlich, ich bin ja hier im Urlaub und ich mache Fotos. Da sehe ich gerade einen Silberreiher landen. Das muss ich euch mal zeigen. Hier ist so ein, wahrscheinlich, ja, vielleicht seht ihr sogar den Silberreiher. Der fliegt da durch. Ich weiß nicht, ob da hinten ein Feuchtgebiet ist. Auf jeden Fall höre ich hier einige Vögel zwitschern. Und es könnte sogar sehr interessant sein, hier mit noch mehr Tele hinzugehen. Ja, jetzt ist der Silberreiher da hinten gelandet. Ja, also auf jeden Fall eine sehr, also die Ile de Oléron ist sehr natürlich. Wir waren übrigens gestern, das werde ich in einem eigenen Video machen, wir waren gestern im Zoo in La Palmyre, nennt sich das, glaube ich, oder richtig gesprochen. Und wir waren noch in Rouen. Das ist eine, oder die, vor allen Dingen die Vororte, sage ich jetzt mal, sehr, sehr schön. Also Häuser zum Verlieben, sage ich mal, direkt ja am Strand oder an der Steilküste, je nachdem. Also super interessant. Und also gibt's noch ein eigenes Video mit Bildern. Ich bin ja, wie gesagt, mit Makro unterwegs und ich habe überhaupt kein Makro drauf. Ich habe das 150, also das 40-150 drauf von Olympus. Eine wirklich saustarke Linse. Also man muss sich ja überlegen, das ist 80 bis 300. Und ich sag euch was, damit kann man wirklich arbeiten. So, was ich übrigens auch nebenbei gesucht habe, denn ich weiß, dass es die hier gibt, da habe ich auch meine erste Gottesanbeterin gesehen, ist hier auf der Insel. Die sind sehr wahrscheinlich jetzt noch ziemlich klein, aber ich versuche so ein bisschen Ausschau zu halten. Jetzt laufe ich mal da vorne hin zu dem Schilf, ob ich da noch was entdecke. Irgendwas an Käfern oder so. Zwei Schmetterlinge habe ich schon. Diesen, ich sage jetzt mal, Schachbrettfalter, der ist ziemlich nervös unterwegs. Und ja, ich liebe es einfach. Ich liebe es einfach, so mit der Kamera ganz gechillt unterwegs zu sein. So eine Libelle habe ich noch nie gesehen. Quietschgelb mit braunen Streifen, würde ich sagen. Ich versuche sie mal einzufangen, weil ich habe dummerweise mein Fahrrad nicht festmachen können. Schaut mal, ich hoffe, ihr seht sie. Ganz fantastisch. Und das Schöne ist, ich konnte sie genau von oben fotografieren, so dass extrem viel scharf ist. Natürlich keine super Makroaufnahme. Ja, aber ich mache noch ein paar Bilder, so zur Sicherheit. Gutes Stück weitergefahren von dem Ort, wo die Libelle ist, und hier sieht man auch einen Ort, wo Libellen schlüpfen können. Sieht nicht sehr lecker aus,
aber die Wahrscheinlichkeit, hier noch die ein oder andere zu treffen, ist verhältnismäßig hoch. Ich möchte mal auf was eingehen, was viele überraschen wird, weil ich bin ja jemand, der mit manuellen Objektiven arbeitet, aber mit der Olympus mit Autofokus. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Allerdings, das muss man auch sagen, man muss eben auch Libelle. Ich habe was gesehen. Mal gucken. Oder ob es ein Käfer war. Flog aber wie eine Libelle. Vorwärts, rückwärts. Ja, also es ist kein Widerspruch. Ich persönlich rate jedem, der es kann, auch mal mit alten Objektiven zu arbeiten, einfach um, ich sag mal, ein bisschen mehr ein Gefühl dafür zu kriegen, wo man scharf stellt. Ich kenne viele Leute, die mit Autofokus arbeiten und dann nicht an der richtigen Stelle das Motiv scharf haben. Jetzt bei der goldenen Libelle, sage ich jetzt mal, gelb-golden, bin ich mir auch nicht so sicher, ob ich jedes Bild getroffen habe. Aber ich mache natürlich nicht nur ein Bild. Ich mache natürlich einige Bilder. Und warum mache ich das? Weil die Kamera es kann. Ah, ich sehe einen Schmetterling. Ich glaube, den habe ich vorhin schon fotografiert, aber vielleicht gibt es ja ein neues Motiv. Wir reden gleich weiter, ne? Ihr kennt das ja. Immer geht das Bild vor und dann kommt das Video. Das Lustige ist, ich habe hier einen Vogel gefühlt, kann der nicht fliegen. Ich weiß nicht, ob das ein junger Vogel ist. Könnte sein. Jahreszeit wäre ja so. Oder ob der Vogel mir irgendwas zeigen will. Macht ganz komische Geräusche. Wieder so ein Art Schachbrettfalter. Ich laufe jetzt hier einfach mal. Also der Wassergraben, den ich euch gezeigt habe, der befindet sich da. Im Hintergrund hört ihr übrigens immer diesen Vogel vielleicht schnattern. Ah, ja, da ist er wieder. Echt, das muss ein Jungtier sein. Der kann irgendwie gar nicht fliegen. Schwierig einzufangen. Da hätte ich das andere Tele mitnehmen müssen, aber auch heute bin ich wieder losgezogen. Heute mache ich Makro, also packe ich das ein, was ich eben für diese Art Fotografie wirklich benötige. Ja. Hier gibt es sogar Fische drin, das stelle ich gerade fest. Oh, eine blaue Libelle, aber die kenne ich aus Deutschland, auch von den Bienenfressern. Die haben die sehr gerne vernascht. Ja, schade, wenn die Libelle sich hier hinsetzen würde, würde ich ein Foto machen. Also Makrofotos mit Autofokus ist eigentlich kein Problem. Nur wer Makrobilder macht mit Autofokus, der sollte unbedingt, wirklich unbedingt mit vielen Bildern arbeiten, um einfach die Ausbeute zu erhöhen. Ich weiß, es gibt da draußen Zeitgenossen, die sagen, hey Sven, ja, also ich kann Fotos machen, ich mache ein Bild und das ist super. Kannst du. Spricht doch nichts dagegen. Spricht aber auch nichts dagegen, viele Fotos zu machen und zu Hause sich das Allerbeste rauszusuchen. Und nicht nur das Beste vielleicht. Da ist ein Greifvogel. Das ist zu weit weg. Außerdem kenne ich die Greifvögel nicht, die hier auf der Insel so zu finden sind. Ich höre den nächsten Vogel im Schilf schnattern. Ich nehme euch einfach mit. Ich weiß, das ist nicht so ideal hier, weil ich nicht weiß, wie gut ihr das hört mit der Osmo Pocket. Nein, Action. Die Pocket benutze ich ja nicht mehr. Die hat ja sozusagen den Schaden ab. Hier sehe ich ein großes Spinnennetz, leider ohne Spinne. Und es ist einiges hier am Zwitschern. Einiges, ja.
Ich mache mal ein paar Fotos und ich blende das euch ja immer ein. Den Falter da, den habe ich nicht erwischt, der ist leider abgeflogen. Das kommt auch mal vor. Künstlerpech. Ich war vielleicht einen Tick zu hektisch. Und eine die nächste goldene, gelb-goldene Libelle. Was mache ich hier? Falls jetzt jemand sich wundert, dass ich hier so rumlaufe. Ich beobachte alles. Hier gibt es einige Blüten. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr hört Vögel. Mit Sicherheit weiter im Schild. Ein Schachbrettfalter, ein Silberreiher. Kriege ich den drauf? Fotografiert habe ich ihn. Und jetzt gucke ich mal nach dem Schachbrettfalter. Drauf habe ich ihn. Und ich glaube auch scharf. Also, wer Makrofotos macht, der bewegt sich anders. Der sollte sich anders bewegen. Ach, auf dieser, ist es eine Distel? Ich weiß es gar nicht. Doch, sieht so aus. Da sitzt auch noch ein dicker, fetter Käfer. Den habe ich gerade total übersehen. Den werde ich auch noch fotografieren. Und ihr hört vielleicht das. Irgendjemand macht da ganz schön Terz. Gut. Also, wer Makrofotos macht, der muss einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen. Und zwar in dem Sinne wirklich mit offenen Augen. Sich jeden Grashalm angucken, überall hinschauen und mit der Zeit werdet ihr die Makromotive entdecken. Ich mache mal ein paar Bilder und schwätze dann weiter. Wieder ein paar Meter weiter. Festgestellt, dass hier noch eine ganz andere Wasserfläche ist. Da hinten sind auch Silberreiher, aber die sind so weit weg, dass ich leider sagen muss, die Luftunruhe über 100 Meter Entfernung ist einfach die Hölle. Und das ist übrigens wieder mein Schachbrettfalter auf derselben Distel. Und jetzt mache ich nochmal. Nein, ich mache keine Fotos. Der ist ein bisschen gestresst. Vielleicht sollte ich mich einfach mal schon hinsetzen. Vielleicht kommt er dann wieder. Was krabbelt da noch rum? Jetzt noch ein zweiter Käfer neben dem großen Käfer. Also einfach beobachten, das bringt etwas. Ja, ich laufe mal zu meinem Fahrrad zurück, weil das 100 Meter da hinten steht, alleine. Und das soll ich natürlich, möchte ich nicht alleine lassen. Aber bis jetzt war hier doch überhaupt keine Menschenseele. Und das ist natürlich auch ideal, dass man ganz in Ruhe seine Fotos machen kann. Hier nebendran war übrigens mal wohl ein Campingplatz. Und auf den gehe ich jetzt mal, weil auch dort könnten noch ein paar Blumen zu sehen sein. Und und wenn ich da dann fertig bin, boah, das war auch eine Libelle. Eine ganz winzig kleine, wirklich, die habe ich auch vorhin schon gesehen. Also es gibt ja auch so ganz kleine blaue Libellen bei uns. Jetzt fliegen mir die Käfer schon vor die Nase. So kleine blaue Libellen, aber die war kleiner. Die war noch kleiner. Nun, das kann natürlich hier auch am Klima liegen. Kleiner, vielleicht sicherer, weiß man ja nie. Was bist du? Der nächste Käfer. Und also ihr seht, während ich hier mit euch quatsche, sehe ich ständig neue Dinge. Und so muss das sein. So ist man als Makrofotograf unterwegs. Ja.
Also, so sollte man unterwegs sein, ne? Kann man natürlich nicht erzwingen. Es gibt Leute, die sagen, Makrofotos bekomme ich nicht hin. Warum auch immer. So, ich gehe jetzt mal, also das ist sozusagen der Hintereingang, wenn ihr das seht. Hier ist wieder dieser eine Vogel am Rumschimpfen. Aber ich gehe jetzt den Weg lang zum alten Haupteingang. Und dann schaue ich mal, da ist noch ein Falterchen. Vielleicht kriege ich den ja. Er sitzt jetzt leider hinter einem Halm, aber ja, das macht doch nichts. Wisst ihr, es gibt ja sehr, sehr viele, sehr perfekte Bilder. Gerade auch auf Instagram kann man ganz viele Bilder sehen, wo ich mich persönlich immer frage, sind die echt? Oder anders gesagt, wie können die Aufnahmen so monstermäßig scharf sein, wenn man bedenkt, mit was die meisten fotografieren? Also der Trend zu Vollformat ist ja immer noch gegeben. Das kann ich auch verstehen. Also ich liebe ja auch meine Sony. Aber jetzt ja auch hier wieder im Urlaub muss ich gestehen, dass meine Olympus mir eben auch extrem viel Spaß macht. Und wenn ich sehe, was ich gestern für Fotos gemacht habe im Zoo und danach, ja, Leute, da spricht nichts dagegen. Übrigens für die Leute, die mit Megapixeln, also ich habe ja auch 42 Megapixel in meiner Sony. Und ich sag euch was. Das ist natürlich geil. Aber es erhöht auch sehr den Aufwand. So schnell wie mein altes Laptop, was ich immer noch besitze, womit ich die Bilder in Lightroom bearbeite, was das immer noch Spaß macht mit der Olympus, und mit der Sony, also Sony-Bildern ein Krampf wäre, hoch 3, das liegt schlicht und ergreifend. Haben wir da wieder einen Falter. Ich glaube, das ist wieder dieser braune Falter, den ich gerade eben auch abgelichtet habe. Da drüben ist auch einer. Falter, ich weiß nicht, ob das... Ja. Das geht wieder los. Ich habe wieder was gesehen. Hinter mir ein Schachbrett, zwei Schachbrettfalter, die sind aber am Flattern. Und den braunen, da werde ich jetzt mal versuchen, ob ich den von oben bekomme. Naja, also wie gesagt, ne, Falter weg. Problem hat sich gelöst. Ja, das kommt vor. Also der ist etwas empfindlicher. Und das kann natürlich auch an der Zeit liegen. Sonne. Und ja. Also, wie gesagt, mein altes Laptop habe ich ja noch. Da läuft Lightroom noch drauf, Photoshop und so. Wobei ich jetzt mit Photoshop noch nichts gemacht habe. Und damit habe ich ja auch jahrelang meine Sony-Aufnahmen bearbeitet. Das Laptop ist also älter wie meine Sony. Bedeutet also auch, dass ich praktisch die Geschwindigkeit kenne. Und wenn ich dagegen mein... Kennt jemand den Vogel? Ihr habt es gerade gehört. Ihr dürft es gerne mal in die Kommentare schreiben. Also, wenn ich mein M1 Mac Mini nehme und da eben Bilder bearbeite, das ist schon Hölle. Ja? Und es wird ein Labervideo. Ich bin jetzt gleich am Haupteingang und dann will ich mal gucken, was sich in dem alten Campingplatz noch für Motive ergeben. Wenn man überhaupt noch reinkommt. Weil vor 2-3 Jahren war ich das letzte Mal hier. Oder 4 Jahren. Da war das alles schon sehr zugewachsen.
Okay, bis gleich. Ich bin übrigens gerade zur größten, besten Zeit unterwegs, wo jeder Fotograf sagt, da kann man doch keine Fotos machen. Mittagszeit. Ich habe schon so viele geile Fotos heute gemacht, finde ich. Also so viele tolle Fotos zur Mittagszeit, dass man sagen könnte, ja und? Hat doch funktioniert, oder? Also, ja, geht. Was haben wir da? Ja, die Schachbrettfalter, die mögen mich heute nicht. Die sind alle am Rumfliegen. Nahrungssuche und also nicht wirklich. Habe ich ja eine gute Aufnahme gemacht. Aber immerhin. Also hier ist nicht viel. Die eine Blume habe ich gerade fotografiert. Ich gucke mich weiter um. Stehe jetzt erstmal im Schatten, weil das ist natürlich auch ein Nachteil des Wetters. Wir haben sehr gutes Wetter, wie ihr sehen könnt. Mit ein paar Wölkchen, mit ein bisschen Wind. Aber je weiter weg man von der Küste ist und je mehr Bäume und sowas dazwischen sind, umso schwächer wird der Wind und damit eben auch die Erfrischung. Und hier im Schatten ist es gerade mal ganz nett. Okay. Ich würde sagen, Bilder habt ihr mit eingeblendet bekommen. Langes Video. Egal, ihr kennt das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Gerne ein paar Kommentare da lassen, Likes nicht vergessen. Ja, und vielleicht habt ihr irgendwelche Kollegen, wo ihr glaubt, das solltet ihr mal sehen. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss, euer Sven.